Teilnehmer für das dritte Rennenpreis von ihm ordnen sich ein. Gräber Diuk, die 1, Markus Bock, Wouter Hasler, die 2, Ralf Oppo, Riedein, John Dazur, TF, die 3, Henk Grift, Mickey Rowe, die 4, Kilian Puls, Jim American, die 5, Rob de Flieger, die 6, Lorik Renoncy ist nicht dabei, mit der 7, Ducati Express, Daniel Kloos, Orlando Attack, die 8, Jochen Holtschuh, dann die 9, Inlaf Büroa, Robin Bott und Amina, die 10, Jan Thiering. Das war der Start somit zum dritten Rennen. Alle Pferde kommen hier glatt in die Partie hinein. Da versucht zunächst einmal Wouter Hasler an Kante Gräber Diuk. Pferde kommen aus dem ersten Bogen heraus. Da ist Orlando Attack mit der Führung unterwegs. Jetzt setzt außen Johnny Dazur nach. Geht hier an die Seite von Ducati Express. Dann ist es Wouter Hasler und in zweiter Spur. Da meldet sich dann auch Jim American. Und dahinter hängt sich dann auch in La Biroa dran. Erste Zwischenzeit lautet hier 1:15:09. Das Tempo bleibt flott vorne, denn da attackiert erneut Johnny Dazur, den führenden Orlando Attack, aber der kontert die Attacke, bleibt vorne und so geht dann jetzt die Pferde dann in den Einlauf hinein. 15:02 auch fürs dritte Teilstück und so sind die Pferde dann jetzt auf den letzten 200 Metern. Johnny Dazur, Orlando Attack bemüht sich noch einmal, kommt aber nicht näher heran. Johnny Dazur mit einer klasse Vorstellung heute. Ein Fehler dahinter von Orlando Attack ist wieder auspariert. Aber vorne der Sieg ist in trockenen Tüchern. Die 8 noch am Turm und somit Platz 2 an Inla Büroa. Und das dritte Geld geht dann noch an Amina. Letzte Zwischenzeit 17:04. So, vielleicht können wir die Musik einmal netterweise ein bisschen runterdrängen. Wir reden einfach los. Herzlichen Glückwunsch, Henk. Ja, danke. Danke, Marco. Da hast du den Jochen aber ganz schön massiert. Ja, aber das ist ein Bomber. Der rennt immer weiter und wir haben ganz lange Zeit mit ihm gehabt. Und er verdüffelt hat sehr viele Pferde. Jo, das mittlerweile Front von mir geworden auch. Und ich habe gesagt, jo, gib dir Zeit, das ist nicht wert. Und heute hat er wirklich gebracht, was ich gedacht habe. Und das ist immer noch nicht einfach. Aber wir werden gleich im Sommer in Frankreich reingehen und Gelsenkirchen schon seine Rennen gewinnen. Davon gehe ich aus. Ich fand ihn schon bei seinem ersten Erfolg hier mit dir in Gelsenkirchen richtig stark. Heute war er nochmal eine Klasse stärker. Ja, der wird immer besser. Der ist ein Schiff und Pferd, das ist 1,70 Meter. Und der ist eigentlich groß, der ist schnell und stark dabei. Und das ist, die Eigenschaften sieht man nicht oft und der hat sie wohl. Eine Frage habe ich, eigentlich habe ich zwei Fragen. Wie zufrieden warst du mit Jingle Bells? Ja, die Fahrweise von meiner Tochter war super zufrieden. Die hat wirklich besser konnte die fahren. Die Stute ist noch sehr jung und ein bisschen grün. Die hat gut gelaufen. Ich hatte gehofft zu gewinnen, das hat sie leider nicht getan. Aber wenn meine Tochter so gut gefahren hat, war ich trotzdem zufrieden. Gegen Jörg Hafer kann man mal verlieren. Ja, natürlich. Das ist ein alter Fuchs, der weiß, wie es läuft. Und da bin ich auch, ich gönne Jörg den Sieg auch, das ist überhaupt kein Problem. Meine Tochter hat gut gefahren und die, ja, du verlierst gerne auch dazu. Die nächste Frage, letzte Frage, versprochen, da kannst du den Stall. Lars Heuveland im 9. Rennen, wieder mit deiner Tochter. Ja, du, die verstehen sich super, die beiden. Und, die läuft gerne für meine Tochter und mal gucken, was die macht. Wir haben noch nicht gesprochen, die Pferde ist gleich hit und dann sehen wir nachher. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Henk, nicht nur als Fahrer, auch als Trainer, an Josef van Duffel als Besitzer. Und einmal bitte Ihren herzlichen Applaus für Johnny Dazur und Henk Grift, der heute von mir links und rechts einen Bussi gekriegt hat. Und ich habe ihm gesagt, auf dem Mund kriegst du keins. Nein. Na, auch ab. Ich bin von der Tochter. Kilo, die 2 Auton Couleur 60, die 3 Visard 60, die 4 Olster de Jumilly 60, dann Terpi Burgerheide, die 5 66, die 6 Formadam 61 Kilo, die 7 Dragona. Es gewinnt hier die Startnummer 3 Johnny Dazur, zweiter die 9 Inlaf Büroa und dritter die 10 Amina. 3-9-10, vierter wird die 1 Raver Duke, fünfter die 4 Mickey Roach und
Sechster die 2, Wouter Hasler. Hier gewinnt John Dassieu überlegen mit Weile. Die weiteren Abstände 8 Längen, 2 Längen, 8 Längen und 6 Längen. Und die Siegerzahl.